So geht's, wunderbar. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Lucky Camper. Ich habe hier gerade was gebastelt, oder ich bin gerade hier was am Fummeln. Und zwar geht es um diesen Uniquick von Reich. In dem Falle 12 mm. Und ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so. Ich habe eine Druckwasserpumpe und nicht diese Tauchpumpen, wie sie üblicherweise, so kenne ich es, im Wohnwagen verwendet werden, sondern eher diese Druckwasserpumpe, die ich hier im Wohnmobil habe. So, da war ein Tröpfchen dran, habe ich gesehen. Hier oben kam da so ein Tropfen raus unterm Spülbecken oder am Waschbecken. Und ja, ich doof, man möge mir verzeihen, habe jetzt nicht gewusst, wie ich das Ding auseinanderkriege. Das wiederum hat mich angespornt, mal mir dieses Gerätchen hier genauer unter die Lupe zu nehmen. Vom Prinzip ganz einfach. Mal sehen. Also eigentlich stecken jetzt hier Schläuche drin. Die gibt es auch noch in unterschiedlichen Varianten. Von 12 auf 14, eckig, T-Stück, Winkelstück, Rückschlagventil, alles mögliche. Und die passen auch jetzt nicht auf diese Wasserschlauchleitung, sondern das sind dann diese härteren Plastikleitung. Egal, so. Man zieht das Ding hier so raus, diese Arretierung, und dann, Moment, kann man das so drücken. Und in dem Augenblick, wo ich das drücke, kann man diesen silbernen Ring da drin sehen. Wenn ich da drauf drücke, springt er weg. Und dann kann ich da durchgucken. Coole Nummer. Mike, nur zu blöd. Also ich habe da tatsächlich mal etwas länger als eine Minute drüber nachgedacht, wie ich dieses Teil von diesen beiden Schläuchen, die hier dran sind, abbekomme. So. Habe mir gedacht, ich gucke mir das Teil jetzt mal genauer an. Für den einen oder anderen, für euch, unter den Zuschauern, die auch das Problem haben, aber natürlich auch für mich. So, ich habe jetzt hier das OP-Licht gleich mal an und dann gehen wir mal auf den Tisch und dann gucken wir uns mal detailtechnisch diesen Uniquick von innen an. Jetzt hoffe ich mal, dass man das einigermaßen gut sehen kann und auch scharf ist. So, vom Prinzip ist es aufgebaut. Ich habe hier mal so ein Schnittmuster gemacht. Messinghülse. Da ist so ein PVC-Teil, was benötigt wird für diesen Sprengring. Eine Dichtung. Und hier ist ein Anschlag für das Rohr. Also das kommt dann hier bis dahin und geht nicht weiter, da wo die Spitze jetzt ist. Auf der anderen Seite genau das gleiche. So, wenn ich den jetzt hier entriegel, so, ne? Und ich den dann hier reindrücke, dann springt nämlich dieser Ring, der kann sich so einknicken, klick, 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 ja, gerade gesehen, so wie bei diesem Teil hier, Moment, so, kann man es gut sehen, ne? Wenn ich den jetzt drauf drücke, zack, dann sind diese, ja, kleinen Zähnchen weg. Loslassen, draufdrücken, loslassen.
So, hier ist so ein kleiner Spalt. Zack, zack. Und wenn der dann da drin steckt und ich ziehe den so zusammen, stecke den rein und lasse den los, dann ist der fest. Dann wird er festgehalten und der steckt bis, hoppala, bis Mitte drin. Also steckt dann bis da drin und der andere Schlauch von da und über die Dichtringe dichtet der ab und über diesen Sicherungsring kann ich da auch nicht mehr drücken und somit ist das alles sicher, sauber und gut. Ja, kurz und knackig. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen oder wird es noch helfen in naher Zukunft. Mir hätte es auf jeden Fall geholfen, so viel kann ich schon mal sagen. Und ja, ist eigentlich eine richtig coole Sache. Und ja, ich denke mal, undicht geworden. Die Gummis halten ja auch nicht ewig. Diese Dichtgummis. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.